Hallöchen, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge in meinem Cubeball Let's Play. In der letzten Folge haben wir, wenn ich mich da recht erinnere, dieses schöne Artefakt hier, die Kili-Vase oder die Tsifaki-Vase, eine von den beiden Vasen, ich glaube, die Tsifaki-Vase war es, die haben wir hier gelootet in dem Dungeon hier. Oder den Kira-Stone, aber ich meine, die haben wir auch in der letzten Folge gelootet. Oder ist das schon zwei Folgen? Ja, ich weiß es gar nicht. Vielleicht haben wir letzte Folge auch zwei Artefakte geholt, ich kann mich gar nicht mehr genau daran erinnern. Schon ein bisschen her, dass ich es aufgenommen habe. Was wir jetzt auf jeden Fall machen werden, weil ich genau weiß, dass ich das noch machen wollte, ist, wir werden zum Chromor Graveyard hier hingehen. Ne, nevermind. Da werden wir gehen, zum Enchanted Eridan Forest, da wollte ich hingehen. Genau, da gehen wir jetzt mal hin. Und guck mal, was es da Schönes zu holen gibt, was da so abgeht. Das hatte ich vor, für in dieser Folge. Und danach machen wir eine kleine Shopping-Tour in den Städten, gucken mal, ob wir noch ein paar Plus-Items abstauben können. Und danach werden wir wahrscheinlich mal ins Eisgebiet rübergehen. Und gucken, was da so abgeht, was da so Sache ist. Das wäre also ziemlich der Plan für diese Folge. Mein Plan für meine Zuschauer wäre, falls sie noch nicht abonniert haben, wäre es sehr nett, wenn ihr meinen Kanal abonnieren könntet. Das würde mich nämlich sehr unterstützen. Und ja, gerade mal 15% oder so meiner Zuschauer, irgendwie sowas um den Dreh, haben tatsächlich meinen Kanal abonniert. Also, falls euch mein Content gefallen sollte, lasst mir lieben gerne ein Abo da. Natürlich nicht vergessen, dann auch auf die Glocke zu drücken. Ihr wisst, wie es läuft. Und dann bekommt ihr immer schön Benachrichtigungen, wenn ich was Neues hochlade. Also, ja, falls ihr mich und meinen Content supporten wollt, wäre das mega, wenn ihr mir dann ein Abo da lassen könntet. Aber ihr könnt mir gerne auch Kommentare schreiben oder ein Like da lassen. Das würde mich auch mega, mega unterstützen. Aber ihr müsst natürlich nichts hier gleich machen, wenn ihr keinen Bock drauf habt. Und ja, wie auch immer. Auf geht's zum Enchanted Eridan Forest. Und ich werde heute nur eine Folge aufnehmen. Also, es ist keine längere Aufnahmesession. Deswegen habe ich jetzt keine weiteren größeren Ziele geplant, außer diesen paar kleineren Sachen. Eine größere Aufnahmesession werde ich wahrscheinlich erst die Tage wieder einlegen. Denn, ja, keine Ahnung. Aktuell habe ich nicht so viel Speicherplatz. Und es ist schon recht spät heute. Deswegen werde ich erstmal nur eine Folge aufnehmen heute. Aber ich meine, das ist für euch an sich eh egal, euch als Zuschauer. Aber naja, ich dachte mir, ich erwähne es mal. Wie auch immer, viel meiner freien Zeit die letzten ein, zwei Tage ist dafür, oder ich weiß nicht, ob es ein oder zwei Tage, vielleicht habe ich es auch schon seit 3 oder 4 Tagen. Aber viel meiner freien Zeit geht aktuell dafür drauf, Escape from Tarkov zu spielen. Das Spiel habe ich mir geholt vor ein paar Tagen und es ist ein ziemlich nice Spiel und es macht viel Spaß und deswegen geht da viel meiner Zeit für drauf. Und ja, Tarkov ist auf jeden Fall ein nice Spiel, ein nice Game. Kaufempfehlung, falls ihr Shooter mögt, falls ihr, ich sag mal, Hardcore-Shooter mögt. Ich weiß nicht, ob ich es als Hardcore-Shooter bezeichnen würde, aber schon ein spezieller Shooter. Es ist kein, nicht wie so ein Arena-Shooter sehr schnell oder wie COD ist auch sehr schnell, wenn ich so ein Spiel. Es ist halt ein sehr, sehr langsames Spiel. Es ist so genau das Gegenteil von Arena-Shootern. Eigentlich bin ich eher so ein Arena-Shooter-Spieler, aber ich mag auch so langsamere, taktischere Spiele wie Tarkov, das ist auch sehr nice. Und ja, es ist ein Permadeath-Spiel übrigens. Also ja, das ist auch so ein Faktor, den man da considern muss mit dem Spiel. Und da haben wir einen Dark Marauder, der wird anscheinend hier gepowert von den Dark Kultisten hier. Ich denke mal, dass wir den killen müssen. Das sieht zumindest so aus, ja. Großartig was anderes sehe ich hier gerade in der Gegend auch nicht. Okay, die Items, die sie droppen, sind leider alle Trash. War's das schon? Das war's schon. Okay. Schade, ich hatte gehofft, wir würden hier ein bisschen mehr noch abstauben als die 3, 4 Items, die gedroppt sind, die leider auch alle nicht, ja, nicht Plus-Items sind. Schade, schade. Ja, wenn es das schon war, wenn es das schon ist, dann, ich weiß nicht, das sah so krass aus, aus der Map, deswegen wollte ich hier unbedingt mal hin. Hier, da ist locker auch irgendwas übrigens, das sieht man schon auf der Map, aber da gehen wir jetzt nicht hin. Der hier sind wir auch noch lila, der Graveyard. Da gehen wir jetzt auch nochmal hin zum Graveyard. Whatever, ich hab's gerade am Anfang der Folge hab ich versprochen, hab gesagt, da gehen wir hin. Das meinte ich eigentlich gar nicht so, aber naja, es ist lila, das heißt, der Gear, der da droppt, wenn wir das abschließen, ist zumindest nicht so trash. Also, ein Versuch ist es wert. Vielleicht kriegen wir da nochmal ein ganz gutes Plus-Item raus. Wer weiß, wir schauen mal. Was es da Schönes zu holen gibt. Das da sind Friendly Necromancer. Die bringen uns leider nichts, weil uns hier in der Region eigentlich nichts mehr wirklich interessiert. Wir sind eigentlich damit fertig. So, gehen wir mal weiter Richtung Chromor Graveyard. Hier haben wir ein paar Pferde auf dem Weg, der mir ist gerade wieder aufgefallen, dass ich immer noch nicht nachgeguckt habe, welche Pets wir uns mit unseren Pet-Items holen können. Das muss ich unbedingt mal nachgucken. Dann kann ich mir actually mal ein anderes Pet holen, dass wir vielleicht auch mounten und reiten können. Die Krähe und das Bunny, das wir aktuell haben, kann man nämlich beide nicht als Mount benutzen. Ach, da haben wir eh noch einen Stern, den haben wir tatsächlich noch gar nicht abgeschlossen in den Chroma Graveyard. Ja, ich meine, wieso nicht? Dann machen wir das halt jetzt. Hatte ich wahrscheinlich eh noch vor, aber dann irgendwie vergessen. Oh, das sind Legendary Collies. Oh nein, jetzt habe ich den Collie aus Versehen auch geaggrot. Den wollte ich eigentlich gar nicht aggroen. Naja. Zwei Bomben.
Den Collie haben wir jetzt leider auch killen müssen, weil er uns halt geaggrot hat, nachdem ich ihn aus Versehen gedamaged habe. Eigentlich wollte ich ihm helfen, aber naja. Naja, da haben wir schon mal irgendeinen Typen, Korgor, den Gnobbold. Und der ist in Ketten. Hey you over there, I need your help. Das sehe ich, ja. Wollen wir mal gucken, ob wir dem hier helfen können. Wahrscheinlich müssen wir irgendwie einen Boss killen oder sowas, denke ich mal. Der wird dann bestimmt ein Item droppen, mit dem wir den hier befreien können. Ist da oben, sah irgendwie erleuchtet aus, verdächtig. Ne, ist nur eine Fackel. Das ist es schon mal nicht. Hier haben wir einige Unholy Packed Wizard Mage Typen. Allerdings alle kein Boss. Doch, da ist ein Boss auch dabei. Nevermind. Habe ich mich verguckt? Den habe ich übersehen. Der ist aber auch kaum größer als die Gegner hier selber. Der hat ein Item gedroppt, allerdings kein wirklich starkes. Die schießen wieder die Laserstrahlen des Verderbens. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und da wurde ich gerade auf TS gepokt. Ja, da werde ich gleich mal die Aufnahme kurz pausieren, denke ich mal. Aber erst killen wir den hier. Oh nein. Oh nein. Ah, kann er aufhören, diesen strongen Angriff zu spammen, bitte. ETF, was geht hier wieder ab? Was geht hier ab? Ah. Ah, hahaha. Please die. Okay, so. Den Boss haben wir jetzt. Und wir sind selber auch da gegangen. Ja gut, trotzdem ein guter Zeitpunkt, um kurz die Aufnahme zu pausieren. Also ja, bis gleich. So, weiter geht's mit der Aufnahme. Ich bin noch auf Teamspeak im Hintergrund. Das hat nichts mit der Aufnahme zu tun, ich bin einfach noch auf Teamspeak. Und man hat mich gerade gepokt. Und da habe ich mich kurz auf Teamspeak unmuted und geklärt, dass ich gerade aufnehme. So. Den Boss haben wir gerade gekillt gekriegt. Der hat auch ein Item gedroppt. Oder Items gedroppt. Ich weiß nicht, ob der jetzt gleich wieder lebt oder ob der jetzt tot bleibt oder nicht. Das wird sich gleich zeigen, denke ich mal. Der war ganz schön strong. Das war ein ganz schön krasser Fighter gerade. Ganz schön viele Gegner gewesen. Zwei Minions. Ich glaube, er hat einen Minion noch gespawnt gerade. Und der Boss selber. Und der Boss hat die ganze Zeit über diesen komischen, billigen Explosion-Angriff gespammt. Ich glaube sogar als Feuermage hat man den Angriff eventuell auch. Ich glaube, das ist sogar der Angriff, den man da hat. Maybe, ich bin mir, oder? Ist er das? Ich bin mir nicht sicher. Aber als Spieler oder als Player-Feuermage, sag ich mal, kann man den halt nicht so hart spammen, wie der den gerade gespammt hat. Was ein bisschen OP ist auch. Was man ja auch gerade gar nicht gesehen hat, dass es komplett OP ist. Hoppala. Ja, und ich versuche übrigens für die sich wundern, warum springst du die ganze Zeit so dumm rum mit dem Hangglider. Ich glaube, wenn man den Hangglider used, ist man einen ganz kleinen Tacken schneller als Lauftempo. Deswegen lohnt sich tatsächlich immer so ein kleines Stückchen mit dem Hangglider hier mal über dem Boden entlang zu schweben. Einfach nur, um etwas mehr Movement Speed zu haben. Dann kann man sich einfach schneller bewegen. Und als Mage kann man das natürlich noch teleportieren. Das sollte man logischerweise auch mitnutzen. Sollte der Boss jetzt noch tot sein, hoffe ich mal, dass der Key noch da liegt. Weil man braucht noch so einen Key, um die da zu entsperren. Wenn die da... Ja, da liegt das Loot. Sehr gut. Da liegt noch das Boss Loot. So, den haben wir down. Den haben wir auch down. Das haben wir mit alle Gegner hier down. Was haben wir hier Schönes? Einen Zauberstab, Linen Chest Armor, die wir leider nicht benutzen können, und einen Woodkey, einfach nur ein Holzschlüssel oder so aus Holz, okay. Da haben wir, sehe ich schon eine Kerze, die wir uns gleich snacken werden für unsere Kerzen-Collection. So, aber erstmal gehen wir zu dem lieben Gnobbold hier rüber, zum Korgor. Hey, you over there. Ja, ich weiß, dass du Hilfe brauchst, ich sehe das schon. Den entsperren wir jetzt hier, den holen wir aus seinen Fesseln raus und kriegen eine Life Potion und einen weiteren Zauberstab dafür. Und der ist ungefähr gleich gut wie unser aktueller Gast, aber spielt eigentlich eh keine Rolle, weil wie gesagt, wir sind in der Region ja eigentlich jetzt soweit erstmal fertig. So ziemlich, wir gehen jetzt einfach nur noch ein bisschen shoppen in den Städten. Ganz entspannt, ganz locker, ganz easy. Und dann gehen wir langsam muss ich in die nächste Region, nämlich die Eisregion direkt hier nebenan. Obwohl nur weil es so interesting aussieht und ich noch nie in der Eisregion war. Hier haben wir nichts. Haben wir da vielleicht noch ein Lore-Item da hinten? Sollte man immer exploren. Manchmal sind Lore-Items nämlich auch für benachbarte Gegenden. Nein, hier ist auch keins. Okay. In dem Falle TP'en wir uns jetzt. Haben wir hier keinen Spawnpunkt in der Nähe? Das ist natürlich unpraktisch, aber dann TP'en wir uns einfach darüber. Und sparen uns damit ein bisschen Laufweg, Fußweg. Whatever. So. Wo haben wir das Village? Da. Das Anno-Village. Genau wie das Spiel. Gleich nehme ich nach Anno. So, was haben wir denn da hinten Schönes? Ach, das gehört, glaube ich, zum Village, oder? Gehört das zum Village? Ja. Ja, doch, doch, doch. Das Village ist direkt da vorne. Das dürfte da dazugehören. Das ist wahrscheinlich der Village Dungeon, den wir eh schon abgeschlossen haben.
Ich zumindest mal schwer von aus, dass sie das ist. Hoppala. Doch nur ein bisschen ins Wasser teleportiert. Ich hatte gehofft, wir kommen bis auf die andere Seite. Da sind ein paar Plane Runner. So, ich weiß nicht, in welche Shops wir überall reingehen wollen. Dann haben wir auch noch Leftovers. Da müssen wir vielleicht auch mal gucken. Ich versuche gerade auf der Map zu sehen, wo was ist, aber wir sind noch nicht ganz nah genug dran. Ich glaube, wir fangen einfach mal an mit dem Gemischtwarenladen da vorne. Einfach nur, um zu gucken, ob der noch irgendein Pet-Item hat, das wir noch nicht haben. Pet-Food, Pet-Item, whatever. Um ein anderes Pet zu kriegen und unsere Collection in der Hinsicht auch nochmal zu erweitern. Und ich hoffe im Echtsinn, dass die hier, falls die Plus-Items hier haben, nur irgendwie grüne oder so Plus-Items haben, weil wir haben nicht mehr so viele Coins und grüne Items sind meistens nicht so dermaßen teuer. Bubblegum, okay, das ist ein interessantes Pet-Food. Ich frage mich, welches Viech Bubblegum als Pet-Food-Item hat. Ist halt nicht mal wirklich ein Food-Item in dem Sinne, aber okay. Kann man halt eigentlich nicht essen. Sollte man eigentlich nicht essen, sagen wir es mal so. Oh, wir haben noch Legendary Leftovers, stimmt. Die waren schon mal Schuss in den Ofen. Leider. Haben wir denn noch irgendwelche anderen Leftovers, ist die Frage. Jawohl. Oh, wir haben richtig viele noch. Nein, nein. Alles grüne Trash-Items. Ohne Pluszeichen daneben. Da haben wir noch mehr Leftovers. Die sind leider auch nix. Und das war's an Leftovers. Okay. Leider kein Plus-Item gekriegt. Da unten rechts, für die, die es nicht wissen. Da unten rechts sieht man übrigens, welches Item man gekriegt hat. Logischerweise dann im Log wird es angezeigt. Und solange neben dem Namen kein Plus ist, ist es kein Plus-Item und damit ist es nicht nützlich für mich. Da sehe ich schon mal eine weiße Plus-Waffe, I guess, aber. Nevermind, das ist mein Inventar. Ich bin doch dumm. Das ist mein Inventar. So, da ist das Shop-Inventar. So, mal sehen. Komplett Verwirrung. Da haben wir schon mal einen blauen Plus-Ring, den nehmen wir schon mal. Vielleicht hätte ich erst komplett durch die ganze Liste scrollen sollen. Aber das ist tatsächlich so oder so das einzige Plus-Item, das es hier gibt. Okay. Soweit so gut. Das hier ist der Schneider. Da gibt es, glaube ich, nichts für uns, was wir uns hier kaufen können. Hier dürfte der Waffenschmied sein, das Haus hier. Jawohl. Oder der Waffenhändler, I guess. Whatever. Der hat ganz schön wenig Items zur Auswahl hier leider nur. Und keins davon ist ein Plus-Item. Das ist natürlich schade. Damit sind wir in dem Village an sich schon fertig. Ich glaube, mehr gibt es hier nicht, was uns gerade interessieren würde. Aber gibt es hier noch ein, zwei andere Villages, nämlich. Hoppala. Das ist nicht in der Region. Wir hätten hier noch das Sunnis Village und waren hier auch noch irgendwo eins. Da haben wir noch das Fallen Village. Wir gehen einmal in jedes Village jetzt rein, einfach nur, weil jedes Village, glaube ich, seinen eigenen Shop, sein eigenes Shop-Inventar hat. Deswegen lohnt es, da eine kleine Shopping-Tour einzulegen. Und das ist eh direkt hier. Hier haben wir ein paar Lizard Man ist hier der Singular. So, da ist auch schon das Village. Oh, sehr nice. Von hier aus können wir einfach rüberfliegen. Da sparen wir uns jetzt richtig viel Laufzeit. Hoffe ich doch mal. Jawohl, sieht gut aus in Sachen Laufzeit sparen. So, und da vorne haben wir auch schon den ersten Shop gleich hinter dem Haus hier. Das ist der Rüstungsladen. Mir persönlich wäre eine Plus-Waffe, um ehrlich zu sein, meines lieber. Vielleicht haben wir auch schon eine, bin mir nicht sicher. Aber Plus-Waffen sind viel, viel nützlicher als Plus-Rüstung, finde ich. Oh, das heißt, finde ich. Also, zumindest ist es am Anfang meistens besser, ein bisschen Damage machen zu können, als tanken zu können. Und ich habe gerade nicht darauf geachtet, aber ich glaube, das war ein anderer Shop-Inventar. Zumindest hoffe ich es einfach mal. Ziemlich safe ist das andere Shop-Inventar. Ja, und dann gehen wir noch zum letzten Dörfchen, zur letzten Stadt. Das ist direkt hier und ich glaube, da ist der Respawn-Punkt noch relativ nah dran. Oder näher als an anderen Dörfern, an anderen Städten, whatever. Relativ safe. Nicht 100% sicher, aber. Ah, ich habe noch keine MP. Keine MP, um den starken Angriff zu machen. Ginseng-Support gedroppt. Der liebe Gegner da. So, da haben wir noch eine Krähe, aber davon haben wir ja schon eine, die uns die ganze Zeit hinterher watschelt. Ach, ne, Gemischtwarenladen bin ich ja gar nicht gegangen im letzten Dorf. Naja, whatever. Ja, da hätten wir jetzt noch Pet-Food-Item eventuell abstauben können, aber naja, was soll's. Können wir hier gleich nochmal gucken. Es sei denn, ich vergesse hier jetzt auch nochmal, dann. Whatever, auch nicht so dramatisch. So, porten uns hier mal rüber. Das hier ist der. Ist das schon der Laden? Wo ist der Laden? Wo ist denn der Waffenladen? Ist das nicht der Waffenladen hier? Nee, der ist da. Ich bin doof. Der ist gleich hier und daneben ist auch schon der Rüstungsladen gleich. Das ist tatsächlich nur Müll.
Oder haben die doch alles selbe Inventar? Ich bin mir gerade echt nicht sicher. Der eine Zauberstab, der eine Legendary Zauberstab hat mich gerade sehr an den anderen erinnert. Der soll dem sehr. Nee. Nee, haben sie nicht, okay. Haben sie definitiv nicht. Der hat hier ein Plus-Item, was wir in den anderen Läden noch nicht gesehen haben. Es kann auch schon sein, es kann uns auch gut sein, dass wir schon Plus-Items für die Slots haben. Aber naja, whatever. Jetzt habe ich es gekauft. Ich habe jetzt nicht wirklich danach geguckt. Ich kaufe es einfach mal. Wenn es ein Plus-Item ist, dann kaufe ich es, whatever. Oh, die Map hat mich gerade echt verwirrt. Wo ist der Gemischtwarenladen? Ist das der hier? Der sitzt einfach auf dem Boden, okay. Ja, das Zepter von Liri. Das habe ich, glaube ich, auch schon. Sollte ich zumindest. Ja, you found it? Oh, du hast ein antikes Artefakt von uns gefunden. Du bist ein Dieb. Ah, okay, nee. Anscheinend Petfood-Items gibt es anscheinend immer nur eins pro Region. Pro Tag, Ingame-Tag, whatever. I guess. Sieht so aus. So, wo haben wir denn hier einen guten Teleport-Schrein? Kann man Dörfer hier eigentlich gut erkennen? Sind die leicht zu erkennen, die Dörfer? Die sollten ja eigentlich hier da. Das könnte ein Dorf sein. Was ist das denn? Warum ist denn der Grasturm rum? Okay, sehr interessant. Das Lava-Ding da. Ja, whatever. Wir tippen uns einfach mal hier hin. Das scheint mir der nächste Teleportpunkt zu sein. So, und jetzt laufen wir einfach mal los in, I guess, diese Richtung. Keine Ahnung, gucken uns mal an, was der erstbeste Point of Interest ist in der neuen Region. Vielleicht sollten wir es vorher mal gucken, wo wir jetzt hingehen wollen als erstes. Was sieht denn ganz interessant aus mal? Das hier könnte so ein Plains-Ding sein, weil einfach nichts ist. Also vielleicht ist hier... Ich denke, das ist unser erster Point of Interest und das ist auch schon unser zweiter, einfach nur weil das wahrscheinlich beides Respawn-Schreine sind und zumindest eins von beidem. Dann haben wir schon mal den ersten in der Region, ja, also gehen wir einfach direkt mal geradeaus dahin. Und vielleicht ist das da so ein Plains-Ding, also so einfach eine Ebene. Plains-Ebene, whatever. Wo eventuell dann halt auch nochmal irgendwie, keine Ahnung, Gegner spawnen, die dann gute Items droppen oder sowas. Und da hätten wir nochmal Leftovers, aber die sind mir jetzt wurscht. Um ehrlich zu sein. Außerdem, wenn, sobald wir über die Grenze sind, müssen wir dann erstmal unser Gear und Equipment switchen, logischerweise. Hier kann man nochmal sehr gut rüber hängleiten. Solange wir noch hängleiten können, logischerweise. Jetzt gleich können wir es nicht mehr und das sieht echt cool aus. Hier, das ist das Eisgebiet, muss ich sagen. Echt nice. Oh, die Büsche sehen auch anders aus. Die Büsche sind so zugefroren. Ist das Schneeleoparden oder sowas? Schneekatzen? Snow Lion, okay. Interessant, interessant. Oh, den Schnee kann man breaken. Das ist ja cool, den Schnee kann man kaputt machen. Ja, das ist natürlich nice. Sind wir schon im anderen Gebiet? Nein, noch nicht. Das gefällt mir. Das muss ich sagen, gefällt mir echt gut, dass man den Schnee hier kaputt machen kann auf dem Boden. Hätte ich nicht gedacht, hätte ich nicht gedacht, dass es geht. So, die Kurkin Snowlands, da sind wir jetzt. Dann equippen wir mal unsere ganzen Plus-Items, die wir alle haben. Haben wir nicht. Ultra krasses Bracelet, was wir damit dazu equippen können? Nein, haben wir anscheinend nicht, okay. Ja, das sind anscheinend die einzigen Items, die wir equippen können aktuell, die uns irgendwas bringen. Oh Gott, das sind starke Gegner, okay. Oh, die Musik hier ist auch nice. Generell, das ist ziemlich nice hier in der Area, muss ich sagen. Snowberry Bush. Ich mag das Schneegebiet, ich muss sagen, das ist ein cooles Gebiet. Ich frage mich, was dieser Snowberry Bush hier für uns hat. Ich meine, wahrscheinlich droppt er gleich Snowberries. Alles andere wäre irgendwie sehr verwirrend oder verwunderlich. Ja, in der Tat, Snowberries. Das da sind Eislings, okay, Eislinge. Possessed Baby Mammoth. Baby Mammuts, aber die sind possessed, okay. Interessant, interessant. Killen wir mal eins von denen. Why not? Wir sind eh nicht so stark. Die können wir tatsächlich facen und killen. Ah, nur eine Bombe. Ich hatte gehofft, das wird vielleicht. Weil da gerade dieses Pling-Geräusch war, dass irgendwie was Besseres gedroppt ist als nur Geld. Aber es war nur eine Bombe, die gedroppt ist. Und ja, well, Bomben sind leider kein Equipment. Und tatsächlich, hier ist ein Plane. Hier sind Planes. Ich weiß nicht genau, was man hier machen kann, ob es hier irgendwas zu machen gibt. So spontan sehe ich hier gerade nichts. Außer weiß. Davon sehe ich sehr viel. Irgendwas wird es doch hier wohl geben, oder nicht? Da vielleicht? Die da? Da hinten die Typen, die da rumlaufen? Ich weiß nicht. Also es kann ja schwer zu übersehen sein, was es hier gibt, weil... Ich meine, come on. Da läuft jemand rum. Vielleicht haben die damit zu tun. Vielleicht können wir die mal fragen, was hier abgeht. Also sollten wir gucken, ob die friendly sind. Die sind nicht friendly, okay. Dann gehen wir erstmal zum Respawn-Punkt da oben, würde ich sagen. Bevor wir die da aggroen, aus Versehen.
damit wir direkt hier respawnen können, falls irgendwas dich killt. Da sind auch eine ganze Menge Gegner. Snowgnobbles, okay, interesting. So, erstmal zum Respawn-Punkt hier hoch. Ach, das ist gar kein Respawn-Punkt, der Respawn-Punkt ist da hinten, okay. Engram, ah, oh, Engram, das ist wieder hier für das benachbarte Biom. Der Engram, das ist der König von den Gronis Hills, da wo wir gerade herkommen. So, ich fliege jetzt erstmal darüber. Und hol uns erstmal den Respawn-Punkt, den wir uns erstmal. Ich glaube, das ist gerade ein Pilz auf dem Baum gewachsen, übrigens, da. Auf dem einen Baum. Wahrscheinlich gerade Polagnull. Nicht sicher, aber der war Legendary, deswegen. Nehmen wir von dem erstmal ein bisschen Abstand. Der ist nämlich sehr, sehr strong, wenn er Legendary ist. In der Tat, Polagnolls. Okay, interesting. Ja, holen wir uns erstmal den Respawn-Schrein hier. Ich hoffe wirklich, dass hier wirklich ein Respawn-Schrein ist und nicht wieder so ein Bait-Ding. Aber wo einfach nichts ist. Oder halt einfach nur ein Lore-Item ist. So, auf geht's. Auf hier. Rauf hier. Oh nein, das ist auch nur ein Lore-Schrein. Okay, okay. Where were the Kingdoms of Phanacora ist wieder das benachbarte Biom. Alles klar. Haben wir hier wirklich keinen... Ah, wir öffnen mal die Map auf M. Wieso bin ich auf Tab gegangen? Ich dachte, irgendwie auf Tab geht die Map auch auf, aus irgendwelchen Gründen. Haben wir hier keinen Respawn-Schrein in der Nähe? Wirklich. Das ist jetzt ein Ding, würde ich mal behaupten. Es ist auch ein bisschen schwierig, hier Respawn-Schreine zu spotten, weil halt so oder so alles weiß ist. Da ist schon mal irgendwas. Hier, da ist eine Säule. Markiere ich mir mal. Für Lore wahrscheinlich. Ja, aber bis jetzt sehe ich hier nichts. Also befürchte ich mal, dass wir hier soweit erstmal keinen Respawn-Schrein haben? Fragezeichen? Ne, das ist keiner. Ich sehe jetzt ja auch keinen auf der Map, so auf Anhieb. Da ist einer, das dürfte einer sein. Das dürfte ein Respawn-Schrein sein. Das ist schon mal gut. Aber der ist echt weit weg. An dem kommen wir mal vorbei, wenn wir zu einem Plane zurückgehen. Ja, also, nachdem wir jetzt herausgefunden haben, dass das hier kein Respawn-Schrein ist, schätze ich mal, gehen wir einfach mal zurück über die Plains zu dem Respawn-Schrein, den wir da gerade entdeckt haben. Und ja, unlocken den einfach mal, I guess. Der Anfang ist eben immer das Schwerste in der neuen Region und wir sind logischerweise gerade ganz am Anfang jetzt hier in der Eisregion. Ich denke mal, wie gesagt, das Schlauste wäre jetzt wahrscheinlich einfach erstmal einen Respawn-Schrein zu finden, den wir jetzt ja gefunden haben, und den müssen wir uns halt auch noch aktivieren, dann haben wir schon mal eine Stelle, wo wir hier irgendwo respawnen können. Und halt ein bisschen Gear zu finden wäre logischerweise mega useful und nice und ich denke mal, das können wir schaffen, indem wir da hinten das Plains-Event abschließen. Ich weiß allerdings, wie gesagt, leider nicht so genau, was ich da machen muss oder was es da überhaupt zu holen gibt. Hanglider wäre zum Beispiel auch mega nice, falls man den da kriegen sollte. Wobei mir Gear aktuell wahrscheinlich tatsächlich lieber ist als ein Hanglider. Ah, ich kann mich noch nicht teleportieren. Jetzt kann ich mich teleportieren. Die Planes gehen halt auch bis nach hier ganz hinten hin. Also es könnte hier überall sein, was wir hier machen müssen. Ich habe keine Ahnung. Es ist ein Riesengebiet hier. Dieses Planes-Biom, Planes-Ding. Da vorne irgendwas? Keine Ahnung. Ich denke fast sogar, vielleicht ist es da oben drauf, auf dem Hügel. Oder auf dem Hügel da, auf dem kleinen. Das könnte es auch sein. Ich weiß es nicht. Auf den Hügel hier werden wir nochmal raufgehen und gucken. Und wenn es da nicht ist, dann halt auf den Hügel nochmal. Und wenn es da dann auch nicht ist, dann weiß ich nicht genau, wo es sein soll, das Item, der Boss, was auch immer es hier gibt. Die sind uns auch nicht freundlich gesinnt. Teleportieren wir uns mal hier hoch. Ne, hier endet schon mal das Plains-Biom. Dann muss ich ganz ehrlich zugeben, ganz offen ehrlich, ich weiß nicht genau, was wir hier machen müssen. Um hier Loot zu kriegen, Items zu kriegen oder was auch immer. Ich fürchte fast, dass ich absolut keine Ahnung habe. Was dann Sache ist, ich werde mich, wie gesagt, da nochmal hoch teleportieren oder hochfliegen oder whatever und gucken, was es da gibt. Aber wenn hier nichts ist, und hier ist leider nichts, glaube ich, ne. Dann bin ich mit meinem Latein an dieser Stelle leider am Ende und weiß nicht genau, was wir hier machen müssen, um hier voranzuschreiten. Kommen wir vielleicht etwas später nochmal zurück. Jetzt werden wir einfach stattdessen erstmal zu dem Respawn-Schrein da hinten in die Richtung gehen, denke ich mal. Allerdings werden wir das erst in der nächsten Folge machen können, denn wir sind schon bei 24 Minuten Aufnahmezeit. Die Zeit ist echt wahnsinnig schnell verflogen hier in dieser Aufnahme, in dieser Folge diesmal. Und ja, ich hoffe, euch in der nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen. Ich werde an dieser Stelle diese Aufnahme erstmal beenden.
und dann in ein paar Tagen wieder aufnehmen. Und da werden wir dann zu dem Respawn-Schrein. Oh, ich gehe gerade in die falsche Richtung, sehe ich gerade. Zu dem Respawn-Schrein in diese Richtung, ja. Werden wir zu dem Respawn-Schrein da hingehen und werden uns den erstmal unter den Nagel reißen. Und von da aus werden wir dann mal gucken, was wir weitermachen. Vielleicht gehen wir auch einfach mal zu diesem Lava-Ding da. Da ist irgend so ein fettes. Ah, das ist ein Baum, okay, interesting. Ja, wie auch immer, das werden wir in der nächsten Folge machen. Lasst mir lieben gerne ein Abo da, dann bekommt ihr auch eine Benachrichtigung, wenn diese Folge online geht. Falls ihr es noch nicht gemacht habt, natürlich. Und natürlich in dem Fall auch nicht vergessen, auf die Glocke zu drücken. Aber ihr wisst ja, wie das läuft, denke ich mal. Ihr seid bestimmt schon ein bisschen länger auf YouTube. Wie auch immer, ich hoffe, euch in der nächsten Folge auch wieder begrüßen zu dürfen. Bis dann, tschö. Oder auch alternativ gesagt, quitt euch!